Man hat sehr gespannt darauf gewartet, was mit der Wiedereröffnung der chinesischen Festlandsaktienmärkte passieren wird. Und was man sieht, das war eigentlich fast zu erwarten, nämlich ein kontrollierter Abverkauf. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur neuen und sicherlich spannenden Woche. Chinas Märkte haben wieder aufgemacht und Chinas Autoritäten in Peking haben alles dafür getan, damit das Ganze nicht komplett in einem Blutbad ersaufen wird, sozusagen. Wir sehen hier die Maßnahmen. Leerverkaufsverbote, man hat etwa 1,2 Billionen Yuan, ungefähr 150 Milliarden Dollar in den Markt gepumpt. Größte Eintagesaktion seit 16 Jahren. Man versucht wirklich hier alles zu tun, damit die Märkte nicht wirklich runterkommen. Natürlich sind der Shanghai Composite etc. zunächst mal 9% gefallen, haben sich dann auf, naja, 7% erholt. Das Ganze allerdings hat dafür gesorgt, dass die US-Futures nach oben gegangen sind. Der Nikkei 1% um und bei einem Minus. Die US-Futures paradoxerweise höher, weil eben dieses kontrollierte Management seitens der chinesischen Behörden der Fall ist. Man fragt sich, sind das noch Märkte irgendwie, wenn da ein freier Preisbildungsmechanismus gar nicht mehr gewährleistet ist, in dem Short Leerverkäufe verboten werden, in dem Geld in die Märkte gepumpt wird, in dem den Leuten gesagt wird, ihr dürft eigentlich gar nicht verkaufen. Das ist nämlich vielfach passiert, gerade bei größeren Playern aus dem Finanzbereich. Gleichwohl sehen wir eben doch eine Reaktion, mehr als 3000 Aktien Limit Down, also praktisch vom Handel kurzfristig ausgesetzt. Dieses ganze Management ist, naja, so ein bisschen wieder konfus, so ein bisschen wieder nicht so richtig konsistent. Wir sehen dann auch zum Beispiel einen interessanten Bericht aus der New York Times, der zeigt, um mal den Sprung wieder ins Tagesgeschehen zu machen mit dem Virus, der zeigt, dass die chinesischen Behörden in Wuhan sehr, sehr lange versucht haben, die ganze Geschichte wieder mal nach altem Muster nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Und es hat dann sehr lange gedauert, bis das Schiff umgesteuert wurde. Hätte man gleich anders reagiert, wären vielleicht die Infektionsfälle deutlich geringer gewesen. Hier sehen wir die aktuelle Statistik. Wir haben jetzt über 17.000 Infizierte. Wir haben über 340 Tote inzwischen. So, das ist der größte Anstieg, den wir jetzt haben, quantitativ in Sachen Infizierte und auch der Todesfälle. Wir sehen nach wie vor, geht diese Grafik steil nach oben. Peking hat jetzt gesagt, ja, so extrem wichtige Betriebe werden jetzt ihren Betrieb wieder aufnehmen. So wird zum Beispiel Huawei in Guangdong wieder teilweise produzieren. Also man versucht jetzt, das Allermindeste wieder hinzukriegen. Man hat allerdings offenkundig, und das sind so Meldungen, die das verraten, hier aus der Global Times, Versorgungsschwierigkeiten. Hier wird an lokale Behörden appelliert, diese Märkte, vor allem diese Wet Markets, nicht sofort zu schließen. Das sind ja Infektionsparadiese sozusagen, Brutstätten von Viren, sondern eben zu sagen, naja, passt mal auf, ihr müsst erstmal sicherstellen, dass die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet ist. Das scheint in einigen Provinzen, in einigen Regionen gar nicht mehr der Fall zu sein. Deswegen solche Appelle, die einen sehr nachdenklich stimmen. Wir hatten heute Zahlen aus China, zunächst mal Kaixin Einkaufsmanager Index, 51,1, was das Gewerbe betrifft, aber die Zahlen sind erhoben worden, bevor diese ganze Geschichte mit dem Coronavirus eskalierte. Hier allerdings Zahlen, die das ganze Panorama entwerfen. Industrieprofite, die jetzt im Januar gefallen sind, sehr deutlich, vor allem über das gesamte Jahr, 3,3% gefallen sind. Wir sehen also, dass China durchaus schon Schwäche hatte, dass die Wirtschaft schon Schwäche hatte. Jetzt kommt diese ganze Geschichte obendrauf. Das ist sozusagen das eigentliche Problem. Das gilt auch für die deutsche Wirtschaft. Man hatte ja so ein bisschen versucht, sich zu stabilisieren nach dem Down-Move ab Anfang 2018. Jetzt dürfte der nächste Dämpfer kommen. Wir kriegen heute die PMI-Daten, also die Purchase Manager Index-Daten, Einkaufsmanager von der Market erhoben und aus Deutschland, aus der Eurozone etc. Und wir haben heute, und das wird auch sehr wichtig, den ISM-Index verarbeitendes Gewerbe aus den USA. Es wird eine Erholung erwartet über die 48er-Marke. Und erinnern wir uns, am Freitag, da haben die Wall Street-Märkte auch deshalb so verschnupft reagiert, weil der Chicago Einkaufsmanager-Index so stark abverkauft wurde. Das Problem für die Wall Street ist, man ist zwar ein Dienstleistungsland, ein Konsumland, das ist völlig klar, nur 17% sind Industrie, aber es ist eben so, dass die Profite, die maßgeblichen Margen eben im Industriebereich abgeschöpft werden. Das ist das große Thema. Wir haben heute nachbörslich dann 22.05 Uhr noch Google. Das wird sehr stark zu beachten sein. Was haben wir noch? Wir haben den Ölpreis
in der hier jetzt kämpft um einen seit 2015 bestehenden Aufwärtstrend. Das wird wichtig sein zu beobachten. Aber rein in die Charts, was Sie hier sehen, das ist der China A50, die Charts von, Sie ahnen es. Das ist also ein Markt, der jetzt schon vorher geöffnet hatte, nicht jetzt neu eröffnet, aber wir sehen dieses rauf, runter, runter, rauf, also diese Nervosität, diese starke Bandbreite. Gehen wir gleich mal mit dem Öl weiter, dann sehen wir, sind wir bei 51,63, damit nach wie vor unter dieser Trendlinie, die ich vorhin gezeigt hatte, die verläuft nämlich bei 51,80. Also hier muss Öl halten, sonst kann es schwierig werden. Wir sehen Gold, das bei 1579 ist. Wie gesagt, das war ein Management, das dafür gesorgt hat, durch Peking, dass die West Futures nach oben gegangen sind. Das wird auch dann den Indizes helfen. Schauen wir uns aber noch schnell den Euro an, 1,1082. Schauen wir uns zum Beispiel mal den Nasdaq an. Hier sehen wir, dass wir eigentlich hier schon sehr, sehr weit abgefallen waren. Dann am Schluss des amerikanischen Handels nochmal die leichte Erholung. Jetzt sehen wir, dass wir hier nach oben gegangen sind. Jetzt allerdings wieder ein bisschen Druck bekommen, kann man auch sehr gut anhand des S&P 500 zeigen, der aktuell bei 3246 Punkte handeln würde. Was wird das Ganze für den DAX bedeuten? Naja, an der 13.000er Marke, so die aktuelle Indikation, dürfte der DAX reinkommen und damit deutlich höher. Wenn man sich außerbörsliche Indikationen angeschaut hatte, etwa von IG, dann waren da tiefe Minuszeichen noch am Samstag. Apple schließte alle Geschäfte, die man in Festlandchina hatte, bis mindestens Samstag. Das war eben sozusagen die Besorgnis. Aber jetzt das Management. Die Frage ist, wie nachhaltig wird das sein? Achten Sie heute auf die Industriedaten, sowohl aus der Eurozone, Deutschland vor allem, als auch dann ISM, 16 Uhr, all das bei finanzmarktwelt.de und dann natürlich Google. Das wird sicherlich eine volatile Woche, so hat man den Eindruck. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen Tag. Bis dann, Servus und Ciao.